Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrtes Präsidium, als erstes, Frau Aßmann, meine Lebenszeit ist zu wertvoll, um aus Ihrer Ausführung hier nochmal drauf einzugehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich betone es nochmal, es geht hier nicht um den einzelnen Pachtvertrag und um die Vergabe der Pachtverträge. Es geht um die Ausgestaltung. Es geht in die Ausgestaltung. Aber das Nichtverstehen, das können Sie meisterlich. Da sind Sie sehr hervorragend drin. Das Nichtverstehen wollen ist eine sehr hohe Qualifikation bei Ihnen anscheinend. Herr Minister, zu Ihren Realitäten, ja, Herr Minister, Sie sagten, Sie arbeiteten auf einem intakten Bauernhof. Ich glaube eher, Sie arbeiteten auf einer sozialistischen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft und die hat Sie bis heute geprägt. Damen und Herren, Herr Minister, berichtet haben Sie erst, nachdem es Beschwerden der betroffenen Landwirte gab. Und im Ausschuss haben Sie uns lediglich vor vollendete Tatsachen gestellt. Es war nicht vorgesehen, überhaupt jemanden und schon gar nicht die Opposition einzubinden. Das haben Sie uns auch heute wieder gesagt. Das ist Ihr überhaupt nicht Ihr Vorhaben. Das wollen Sie gar nicht. Mitgestalten ist etwas anderes und das wollen wir hier bei der Vergabe nicht, aber bei der Gestaltung der Pachtverträge hat der Landtag durchaus ein Mitspracherecht. Meine Damen und Herren, alles andere, was hier gesprochen wurde, ist eigentlich am Thema vorbeigegangen. Und Herr Minister, Ihr Handeln entspricht wieder mal nicht Ihren Reden. Was Sie hier betreiben, ist natürlich der Weg in eine ideologisch geprägte Landwirtschaft. Und das haben Sie hier auch eben wieder dargestellt. Das haben Sie eben wieder nochmals betont. Meine Damen und Herren, und daher ist unser Antrag eben doch sehr wichtig, weil wir wollen das Recht haben und wir haben das Recht, dass die Betroffenen gehört werden und dass wir solche Verträge hier im Landtag mitgestalten. Und nur darum geht's. Alles andere, was Sie hier vorbringen, ist vollkommene Irreführung und lenkt vollkommen vom Thema ab.